Unser heutiger Campingplatz trägt den Namen Aktivcampingplatz und hat ein wunderschönes Bergpanorama. Ich machte mich aber erst einmal an den Schritt 2, nämlich das Zelt aufbauen. Da das Ganze in Wirklichkeit etwas gedauert hat, erspare ich euch das Ganze und ihr seht das nun im Zeitraffer. Endlich steht das Zelt. Jetzt noch schnell Schlafsack und Isomatte rein. Und dann wurde das Abendessen gekocht. Nürnberger Rostbratwürstchen und dazu Kartoffelpüree. Letztes Jahr ist der Kartoffelbrei dazu gekommen, weil, das haben wir auch schon gemacht, aber da haben wir was anderes dazu gemacht. Hab ich schon gehört, ja. Ja. Die Bank ist hier total...